Willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir den zweiten Boss besiegt und somit geht es jetzt raus hier aus dem zweiten Dungeon ab zurück nach Kakariko. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja, wir haben alles mitgenommen, den Herzcontainer, und sind auch fertig hier. Auserwählter Vectrix. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Vectrix. Was ist mit Elia? Du musst Elia retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Elia und dich vor Augen hatte, Vectrix. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Vectrix. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Elia retten. Sei beruhigt. Ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. So, Freunde, wir sollen also gen Norden gehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Lichtgeist noch ein bisschen länger mit uns redet. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr seht schon, Freunde, da vorne sind zwei Goronen. Also scheint es so, dass auch der liebe... Ich weiß nicht, wie hieß er denn noch? Bones hieß er, glaube ich. Er wurde jetzt mit Bomben beliefert anscheinend. Und... da werden wir jetzt einfach mal vorbeischauen. Ich habe jetzt für die kurze Strecke einfach mal Epona genutzt. Und was machen die Goronen erstmal hier? Ich werde erstmal mit denen reden. So, was sagt er hier? Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns hieß er, ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, schleudere ich dich hoch. Wie wär's? Braucht er nicht. Da wollen wir nämlich nicht nach oben. Wir wollen hier einfach nur rein. Dann sind wir ja schon direkt da. Und können auch mal schauen, ob die Preise der Bomben eigentlich ganz in Ordnung sind. So, wir gucken einfach mal. Komm doch mal her hier. So, Burns. Hey, hallo. Willkommen am Schalter für Handel mit Bomben aus zweiter Hand. Oh, wie schade. Ich bin spezialisiert auf Bomben. Wenn du welche hast, bring sie mir. Ach so, okay. Da muss man kaufen. Ich habe mich schon gerade gewundert. Ja, gib mal bitte welche. 10 Stück für 30. Das ist in Ordnung. Und dann kriegen wir auch noch...
Da findest du, ich schicke dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles. Okay, also wir haben auch die Bombentasche dazu gekauft. Ich habe mich schon gewundert, warum das auf einmal so viel gekostet hat. Aber wir brauchen ja nicht mehr. Und dadurch, dass wir jetzt auch die Bomben haben, können wir weitere Herzteile sammeln. Ich zeige euch nämlich mal direkt, wo wir noch welche kriegen können. Aber ich hatte, glaube ich, hier gab es, glaube ich, sogar noch ein Herzteil. Ich glaube, 3 Herzteile können wir jetzt in diesem Part mindestens holen. Erstmal seht ihr da oben schon ein paar Steine und vielleicht habt ihr es auch schon so ein bisschen funkeln gesehen. Da oben gibt es nämlich ein Herzteil. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die Kombination machen kann mit dem Bogen. Ja, kann man. Man kann nämlich die Pfeile, also den Bogen, mit Bomben ausstatten und dann können wir das da oben einfach zerschießen. Und ihr seht schon, da oben befindet sich ein Herzteil, das wir uns dann direkt einfach mal holen. Und Freunde, ich dachte, wir hätten das jetzt. Hallo? Kannst du mir das mal bitte hier geben oder muss ich das anvisieren? Ich glaube, ich muss das anvisieren. Sonst wird das hier nichts. Bin ich schon wieder zu doof hier, um die Steuerung zu bedienen? Ich glaube schon. Nein, auch nicht. Nein. Nein, 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 nein. Oh Mann, Freunde. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt so. Z. R. Ich bin zu doof dafür. Ich bin echt eindeutig zu doof dafür. Hä? Ach so! Jetzt habe ich es geschafft, Freunde. Okay. Judget mich in den Kommentaren, wenn ich einfach zu schlecht bin in dem Game. Aber das ist nun mal meine Art. Ich bin nicht der Beste. Man kann mich so ein bisschen mit Dena vergleichen. Ich weiß ja nicht, ob ihr den so guckt, aber der ist auch nicht so der Beste in den ganzen Spielen. So kann man mich, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, hoffentlich. Also ich muss erstmal, wie gesagt, ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Wenn ich das häufiger gespielt habe und sowas, dann ist auch kein Problem mehr. So, wir müssen nämlich hier unten rein und dann einfach, ihr seht schon, da unten gibt es eine Truhe, müssen wir die Stiefel anziehen, die Eisenstiefel, und dann zu dieser Truhe. Und dann kriegen wir unser zweites Herzteil und somit haben wir einen weiteren Herzcontainer. Also ein weiteres Herz und somit haben wir 7 Herzen, Freunde. 7 Herzen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Man muss nämlich oben gucken. Da ist ja diese Tauchleiste, wie lange das noch anhält mit dem Atem. Und seht ihr es? Wie einfach das Gewand dunkel ist. Und wenn man so nass wird, also wie es einfach dunkel ist und wenn man wieder trocken ist, kurze Zeit danach, dann hell wird. Das finde ich, ich finde das cool. Also für die Verhältnisse damals war es schon eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch ein anderes Herzteil zu holen. Das müssen wir da oben auf dem Berg holen. Wenn es das schon gibt. Ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das ging, aber ich denke mal, das ging so. So, jetzt müssen wir erstmal aufs Dach geschleudert werden. Und zack. Okay, da sind wir oben drauf. Ich dachte, jetzt fliegen wir wieder runter. So, wir müssen nämlich da oben zu diesem Häuschen, zu diesem kleinen Türmchen. Da waren wir ja schon mal, aber erst in der Schattenwelt. Und da müssen wir jetzt einfach mal hin. Und dann seht ihr schon direkt gleich, was wir da machen müssen. Also ich hoffe mal, dass ich es jetzt richtig mache. Wenn nicht, dann ist es natürlich doof. So, was möchte der denn hier? Kann er uns auch sonst hochschleudern? Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Todesberg zu bewahren. Willst du dich oben mal umschauen? Eine tolle Landschaft da, dann steig auf meinen Rücken. Okay, da müssen wir nicht die Leiter benutzen. Wir sind ja natürlich hier ein bisschen faul. Ah nee, da gibt's gar keine Leiter. Ich dachte die ganze Zeit, da gibt's eine Leiter. Hier gibt es die leider, okay. Ich weiß ja nicht, ob man da auch reinkommt. Aber dann sind wir jetzt auf jeden Fall ganz oben bei Taro, glaube ich. Der guckt hier nämlich. Und was möchte er? Oh, Vectrix, ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte. Dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Vectrix. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Bitte. Na gut, okay. Ich habe jetzt gerade Angst gehabt, dass das wirklich nicht geht. Da vor der Quelle steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig es mir von dort aus, ja? Also, das ist Taro und das ist Maro. Genau, so. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordern habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Ja, wir haben den ja auch erst neu. Naja, egal.
versuche erstmal, das da zu treffen. Also ich finde irgendwie, dass er... Oh ne, ich möchte umschalten. Nein, auch nicht. Ich möchte umschalten, so. Zack, und da haben wir das erste Ziel getroffen. Na schön, das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Zack, oh ey, als ob ich jetzt die ganze Zeit umschalten muss. Zack, da haben wir es. Hey! Und jetzt? Hier oben. Als letztes versucht das hier zu treffen. Okay, also... Der ist ja schon ziemlich mutig, dass er sich da hinstellt. Oh mein Gott! Der war doch... Alter Schwede. First try, Freunde. First try. Wahnsinn, getroffen. Du hast getroffen. Na okay, ganz knapp. Danke, Vectrix. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Also, er ist ja schon echt ziemlich nett. Hm. Nimm das hier. Und da haben wir das nächste Herzteil. Also, wir haben wirklich drei Herzteile in diesem Part erhascht. Und ich glaube, mehr gab es hier gerade gar nicht. War ich jetzt der Meinung, wir machen einfach mal weiter. Wir müssen ja gen Norden gehen, hatte ja Midna gesagt. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch irgendwas, was wir tun können? An Herzteilen oder irgendwas anderes. Ich glaube, ich reite nochmal zurück. Es gab nämlich in der Nähe irgendwo noch einen von den Käfern. Ihr müsst wissen, die Käfer brauchen wir früher oder später nochmal. Und die werden uns echt ziemlich nützlich sein. Deswegen wollte ich einfach nochmal gucken, falls ich den... Oh Gott. Falls ich den auf Anhieb finden sollte, habe ich natürlich Glück. Wenn nicht, dann schneide ich euch das auf jeden Fall raus. Aber eigentlich sollte ich das schon... schaffen. Oh, Vectrix, wo bist du? Da kommt er wieder an, der Postbote, der laufende Postbote. Hallo Vectrix, ich habe Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Ich sollte mal wieder mit der ordentlichen Sprung. Also, das wäre wenig. Ohne ab die Post. Okay, und dann läuft er wieder fort. Okay. Freunde, dann gucken wir einfach mal hier ein bisschen uns um, wo sich denn hier... Ach, da vorne ist einer. Ich glaube, da vorne ist er sogar. Geh doch runter! Linky, Link. Warum sage ich Linky? Grüße gehen raus an Linky. Wenn er das Video oder den Part heute schauen sollte. So. Da vorne müsste er sich befinden. Ich weiß nicht, ob die abhauen, die Viecher. Aber da müssten wir die Kellerasse weiblich haben. Ich glaube, wir hatten sogar... Die, männliche hatten wir, glaube ich. Ich guck einfach mal hier rein. Dann hätten wir jetzt beide schon. Ja, wir haben sogar beide Paare schon. Das ist auf jeden Fall mega gut, weil wir brauchen immer beide Paare. So, was macht der denn hier? Diese Viecher sind irgendwie komisch, vor allem, weil die immer so auf einem Bein stehen bleiben. Dann habe ich das jetzt schon. Da vorne gab es, glaube ich, noch eine Höhle oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob man das, zerschießen kann. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier mit den Bomben alles so anrichten können. Ich finde es ein bisschen nervig manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit der, mit Depona manchmal zu reiten. So, können wir das zerschießen? Ja, können es wirklich zerschießen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, was es hier drin geben wird, aber ich werde mich einfach mal da hineinbegeben. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was sich hier drin befindet. So, okay. Freunde, hier bräuchten wir eindeutig... die Fackel und guckt mal bitte unten auf die Karte. Das kann man hier leider jetzt nicht sehen, aber wie riesig das hier ist. Ich werde jetzt einfach mal die Fackel ausrüsten. So. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir hier durchkommen. Zack. Ich glaube, hier gab es sogar auch noch ein Herzteil. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wäre auf jeden Fall cool. Oder irgendwas anderes. Gab es hier nicht vielleicht auch sogar nur Rubine? Wie gesagt, ich kenne das hier alles nicht mehr so gut. Und es ist auch hier echt verzwickt. Ihr habt schon gerade wahrscheinlich gesehen, dass es hier noch einen Weg nach links gerade gab, den ich eigentlich hätte nehmen können. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, wir versuchen einfach mal hier durchzukommen. Hier mache ich erstmal die Fackeln an. Oder die Fackel. Ich hoffe mal, hier gibt es irgendwo auf dem Weg noch ein bisschen Öl. So, zack. Ey, blöde Ratte, komm her hier. So, ich werde hier einfach mal jetzt straight einfach durchgehen, egal, oh Gott, egal wo ich hier jetzt lang komme. Also ich werde jetzt gerade mal kein ordentliches Ziel verfolgen, weil ich, oh Gott, da ist eine Spinne. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Okay, hat man vielleicht nicht gemerkt, aber ich hatte gerade ein bisschen Angst, so sagen wir es mal so. So, und hier haben wir eine kleine Truhe, ich hoffe, da sind Rubine oder sowas drin. Ja,
50 Rubine, okay. Ich denke auch, dass hier nur Rubine sein werden am Ende. So, wir gehen aber mal weiter. Die Fackel geht schon ein wenig zur Neige. Da muss ich mal aufpassen, muss ich da mal. So, gehen wir jetzt hier einfach mal lang. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Zack, komm her. Gibt es hier nicht irgendwo Öl? Ich war der Meinung, hier gab es sogar Öl. Ist das da... Was ist das denn da? Oh Gott. Nein, das können wir noch nicht... Okay, dann müssen wir uns... können wir hier irgendwas markieren oder so? Dann wissen wir auf jeden Fall, wo dieses erste Vieh ist. Das werden wir nämlich später noch im Laufe des Games gebrauchen. Aber das können wir jetzt leider noch nicht machen. Glaube ich. Also, doch, das müsste so sein, dass wir es noch nicht machen können. So, komm her jetzt. Hier ist einfach in der Wand, backt das Viech. Komm her jetzt. Zack, da müssen wir ihn jetzt haben. Gut, so. Und da kommt jetzt eine Truhe. Ich gehe gleich mal den linken Weg. Ich glaube, das war der richtige. Vielleicht gibt es ja ein Herzteil oder einen großen Rubin. Wir kriegen sogar ein Herzteil, Freunde. Okay. Das sieht man natürlich immer wieder gerne. Also, möchte ich mich nicht beschweren. Kann ich mich auch nicht beschweren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt... Achso, da gibt es sogar zwei Wege. Oh, wir brauchen unbedingt Öl. Wir sonst hier wahrscheinlich nicht weiterkommen. Gehen wir jetzt einfach mal hier lang. So. Okay, doch nicht. Okay, das ist nur ein ganz kleiner Weg. Hier gab es Pfeile. Und dann gehen wir einfach mal wieder ganz zurück. Ich würde jetzt gerne eigentlich sogar die Fackel ausmachen. Wir sehen ja eigentlich, wo wir hin müssen. Deswegen werden wir die gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr gebrauchen, weil wir haben ja den Weg jetzt noch nicht auf der Karte. Aber jetzt halt ein bisschen davon. So, jetzt gehe ich einfach mal weiter. Ich hoffe wirklich, dass wir noch Öl finden, weil sonst sind wir hier richtig aufgeschmissen. Und hier ist es schon wieder eine Verzweigung des Weges. Eieiei, nicht so gut, nicht so gut, gar nicht gut. Was ist das denn? Ein Slime! Oh! Hä? Hallo? Ja, okay. Oh, ich hatte gerade... wieder voll, endlich. Oh, Freunde, ich hatte gerade echt Schiss, dass das weggeht. Aber zum Glück war hier ein gelbes Ölgelee. Oder wie das auch heißt. Slime. So, und hier haben wir noch eine Truhe. Ich habe gerade echt jetzt... Eigentlich... Achso, Fangstoß konnte ich machen. Achso, sag das doch gleich. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass das ein bisschen länger hier ist. Und hier haben wir noch einen weiteren Stempel. Hylianisch O. Aber nee, wir haben eigentlich alles hier jetzt. Wir müssten alles haben. Also es gibt keinen Weg mehr weiter. Hier gab es jetzt noch eins von diesen komischen... Ihr habt ja gesehen, dass da so eine komische Fackel war, die da rumgeflogen ist. Die brauchen wir noch im späteren Verlauf, aber die können wir jetzt leider noch nicht einsammeln. Aber wir müssen die im... Ja, ihr werdet schon sehen, wann wir die einsammeln können. Also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern für die Leute, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Und für die Leute, die es wissen, schreibt es bitte nicht in die Kommentare, wie die Dinge heißen und alles. Ich weiß das auf jeden Fall. Aber für die Leute, die es halt noch nicht gespielt haben, möchte ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen. So, da vorne haben wir noch einen Stein. Okay, den können wir sogar zerschießen und da sind ein paar Rubine. Die können wir mal gerne mitnehmen. Also dann haben wir eigentlich schon fast das Schild wieder raus. Und dann möchten wir mal gucken, wo wir dann lang gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein paar der Käfer. Das ist ja nicht so schlecht, weil die brauchen wir halt, wie gesagt, im späteren Verlaufe. Und das werdet ihr auch schon sehen, wenn wir die wirklich richtig brauchen. So, was gibt's hier denn? Da vorne gibt's eine Truhe. Ah, die können wir auch noch nicht benutzen. Also ich möchte mich hier einfach nochmal umgucken. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt mal schauen möchte, was es hier so alles in der Nähe gibt. Was wir denn so zu den 100% benötigen. Ich bin ja auch jemand, der nicht so gerne irgendwo im Internet nachschaut, sondern eigentlich gerne das alles selbst herausfindet. Und ich glaube, hier müsste es schon weitergehen, oder? Hier geht es schon weiter zum nächsten Schattenreich. Oh Gott, Freunde. Hier möchte ich eigentlich noch gar nicht so gerne lang. Aber wo sind wir denn hier jetzt? Achso, wir sind hier. Ah, nee, wir sind hier jetzt gerade... Ah, okay. Wir sind hier jetzt gerade auf der Brücke. Okay. Aber Freunde, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part bei der Brücke weiter. Aber insgesamt gab es hier, glaube ich, auch noch irgendwo in der Nähe einen
einen der Käfer, der anderen Käfer, die ich gerne auch nochmal mitnehmen wollte. Aber muss ich jetzt einfach mal gucken, wo es die gibt. Deswegen würde ich sagen, hole ich die im nächsten Part. Oder falls ich hier jetzt noch einen finden sollte, werde ich auf jeden Fall welche noch mitnehmen. Aber waren die wirklich hier? Oder waren die woanders? Da bin ich mir jetzt halt auch nicht mehr so sicher, was das anbelangt. Aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall, falls euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung da freuen. Oder einen Kommentar, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder. Irgendwie anderen Support durch Teilen des Videos. Ist mir eigentlich egal. Und ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.